Christoph Hormann kommt mit einem Vortrag, wenn Mapper Karten malen. Ich denke mal, er hat diesen Titel bewusst so provokant gewählt, weil der Mapper würde wahrscheinlich sagen, na hör mal, ich male hier mal gar nichts, ich erfasse hier Daten, ich mappe hier, ich bin praktisch Vermesser. Ne? Das hat mit Malen gar nichts zu tun. Aber da steckt vielleicht auch der Kern dieses Problems, dass wir als Mapper viele Dinge vielleicht viel zu genau sehen und dass der Nutzer das gar nicht so genau benötigt. Ist das wirklich so, Christoph? Ja, guten Morgen. Das war schon sehr nett, weil du hast quasi schon die Hälfte meiner Einleitung vorweggenommen. Also das Erste, was ich machen wollte, ist erläutern, worum es eigentlich geht. Also hier ist aber dargestellt, wie Mapping in OSM so abläuft. Also wir haben halt den Mapper, der aufgrund der geografischen Realität und der Informationen, die er darüber hat, Daten erfasst, in die Datenbank reinpackt, unsere zentrale OSM-Datenbank. Und dann sind die Datennutzer da, die daraus, was auch immer sie machen, eben im Vortrag haben wir gehört, Routing und die wichtigste Anwendung natürlich, die alle kennen, die Karten. Und der Titel sagt ja, wenn Mapper Karten malen, das bedeutet also, der Mapper macht direkt die Karte. Das ist aber genau das, was wir in OSM nicht machen wollen. Weil die Grundidee von OpenStreetMap und das, was im Grunde genommen auch einen Großteil des Erfolgs vom Projekt ausgemacht hat, dass das seit 15 Jahren mittlerweile funktioniert, ist, dass wir eben keine anwendungsspezifische Datenbank für die kartografische Anwendung haben, sondern eine generische Geodatenbank, wo halt die Mapper, wie du eben gerade gesagt hattest, vermessen, also neutral die Realität dokumentieren und nicht für eine spezifische Anwendung Daten aufbereitet schon zur Verfügung stellen. Der Mapper hat natürlich neben der geografischen Realität und Informationen darüber auch eine Menge Einflussfaktoren, die auf ihn einwirken. Die Mapper-Gemeinde in OpenStreetMap ist groß und da gibt es Menge massive Interessen, die darauf einwirken und auch eine Menge Hilfen, die wohlgemeint dem Mapper zur Seite stellen, die ich hier mal so ein bisschen plakativ drumherum angeordnet hat. Und einer der Faktoren, einer der wesentlichen Faktoren, die auf den Mapper einwirken, ist die Rückmeldung aus den Karten, die aus OpenStreetMap-Daten produziert werden. Und wie bedeutend jetzt dieser Einfluss ist, darüber gehen die Meinungen etwas auseinander. Ob das nun wirklich der bedeutendste Einfluss ist oder ob man sagt, es ist nur einer von vielen. Manche sagen, die Editoren in ihrem User-Interface, in den Presets, die sie zur Verfügung stellen, sind viel bedeutender. Darüber kann man sich, wie gesagt, streiten. Und der Einfluss über die Karten ist halt der, den ich jetzt diskutieren möchte. In diesem Rückmeldungskreis, den wir haben, im Grunde genommen die Erfassung und dann die Kartenproduktion daraus und die Rückmeldung darüber wieder auf die Mapper, haben wir zwei Akteure, die Mapper und die Datennutzer, im konkreten Fall hier die Kartengestalter. Und das, was im Ablauf dieses Rückmeldungsprozesses stattfindet, ist, dass sich sowohl der Mapper als auch der Datennutzer jeweils eine Vorstellung davon machen, wie der jeweils andere in diesem Prozess agiert. Und diese Vorstellungen sind halt nicht unbedingt immer richtig. Und ich möchte in dem Vortrag eigentlich so ein bisschen Einblicke darin geben, welche Vorstellungen da existieren und welche davon vielleicht falsch sind und wie richtige Vorstellungen besser aussehen können und was für Schlussfolgerungen man daraus ziehen sollte, wie man sowohl als Mapper als auch als Kartengestalter vorgehen sollte, um OpenStreetMap eben die Qualität möglichst zu optimieren. Ich beginne mit einem konkreten Beispiel, etwas, was Sie alle wahrscheinlich kennen. Nicht alle wissen vielleicht, wie man das in OpenStreetMap erfasst. Eine einfache Sitzbank und die normale Erfassung in OpenStreetMap mit Amenity gleich Bench auf einem Punkt, einem Knoten, einem Node. Gibt es in der OpenStreetMap-Datenbank derzeit etwa 1 Million Objekte von. Und nicht ganz die Hälfte davon haben auch eine Angabe dazu, ob die Bank eine Rückenlehne hat oder nicht. Knapp ein Viertel hat eine Angabe darüber, aus welchem Material die Bank ist. Und dann gibt es noch eine sehr interessante Eigenschaft, eben die Direction, also wo man damit angeben kann, in welche Richtung diese Bank eigentlich guckt. Das ist vielleicht ganz nützt sich für manchen Nutzer, der sich die Bank aussuchen will, je nachdem, ob er in die Sonne gucken möchte oder die Sonne im Rücken haben will. Und daneben noch relativ unbedeutend in den Zahlen Angaben zur Breite, Höhe und so weiter.
Das ist aber nicht die einzige Methode, wie man die Bank erfassen kann. Es gibt in deutlich geringerer Zahl auch Bänke, die eben als Linie erfasst sind, entlang des Verlaufs der Bank. Das sind knapp 10.000 Objekte und auch die Zahl der Zusatztags ist angegeben. Direction in Klammern, weil im Grunde genommen für die lineare Erfassung die Direction nicht notwendig ist. Man muss sich nur darauf einigen, ob nun die Rückenlehne rechts oder links von der Linie ist. Hat man sich bis jetzt in OpenStreetMap noch nicht getan, deswegen braucht man anstatt halt dieser Konvention einen Direction Tag, um das zu machen. Es gibt auch noch eine dritte Variante, wie man das machen kann, nämlich als Polygon. In diesem Fall einfach als geschlossene Array-Polygone. In OpenStreetMap kann man sowohl als geschlossene Array als auch Multipolygon-Relation machen. Es gibt auch ein paar Multipolygon-Relationen, ist aber noch viel geringer in der Zahl. Ja, lacht nicht. Die Zahlen jetzt bei den geschlossenen Arrays sind ein bisschen irreführend. Das sind nicht alles Polygone im Grunde genommen, weil das sind auch eine ganze Menge Ringbänke, die um irgendwelche Bäume herum existieren dabei. Und man kann eben aus den Daten in OpenStreetMap nicht ohne weiteres schließen, ob das nun eine Ringbank ist oder eben eine runde Bank als Polygon, weil eben das Datenmodell in OpenStreetMap da keine Festlegung per Default macht. Man kann das zwar per Area gleich Yes zusätzlich angeben. Wenn man das nicht tut, ist aber offen, ob es nun ein Polygon oder ein linearer Array ist. Und wenn man die Ringbank jetzt tatsächlich als Fläche erfasst, dann braucht man natürlich wieder eine Multipolygon-Reaktion. Und davon gibt es halt ein paar Handvoll in OpenStreetMap auch. Aber ich denke, es ist schon klar geworden, im Grunde genommen, für die allermeisten Bänke ist der Node die sinnvollste Variante und alles andere ist zumindest für diese einfache gerade Bank, wie ich sie hier zeige, total überflüssig. Und das ist im Grunde genommen auch das Fazit, was man aus dem ersten Beispiel ziehen kann. Es ist im Grunde genommen ein positives Beispiel. An den Zahlen, die ich gezeigt habe, kann man im Grunde genommen sehen, das ist ein relativ gutes Beispiel, dass die Mapper so mappen, wie es Sinn macht. Und die Regel, die ich hier hingeschrieben habe, immer als Punkt, es sei denn, man hat eine gekrümmte Bank, dann kann man sich überlegen, ob man über die Linie diese Form der Bank dokumentiert. Und die andere Schlussfolgerung, die man ziehen kann, dieser Rückmeldekreis, den ich am Anfang gezeigt habe, der funktioniert hier, weil wir haben ein eindeutiges Feedback, dass der Punkt die richtige Wahl ist. Denn hier mal dargestellt, wie OpenStreetMap Kato, also der Standardstil von OpenStreetMap, den man auf der OpenStreetMap-Webseite sehen kann, das anzeigt, wird nur für das Punktobjekt visualisiert in Form von einem einfachen Punktsymbol, wie es hier dargestellt ist, und nur ab Zoomstufe 19, also ganz bei den großen Maßstäben. Und alle anderen Varianten werden eben nicht dargestellt. Man kann sich jetzt überlegen, da ja für gekrümmte Bänke jetzt vielleicht die Linienerfassung gar nicht so schlecht ist, ob man auch die Linienerfassung darstellt. Das macht aber nur dann Sinn, wenn man sie genauso wie die Punkterfassung darstellt. Weil wenn man anfängt und sagt, ja, ich möchte jetzt aber auch für die Linienerfassung diese Krümmung der Linie visualisieren, hat man das Problem, dass die Erfassungsform, also ob als Punkt oder als Linie, dann darüber entscheidet, was in der Karte erscheint. Und das ist genau das, was kontraproduktiv wäre. Weil dann sind wir genau bei dem, was ich im Titel des Vortrags habe, dass der Mapper die Karte malt. Und wir wollen ja nicht, dass diese einfache lineare Bank, die ganz sinnvoll nur als Punkt erfasst werden kann, dann als Linie erfasst wird, weil der Mapper sagt, mir gefällt die Darstellung als Linie besser als die als Punkt. So, das war das erste Beispiel. Zweite Beispiel, ein bisschen komplizierter. Alle möglichen Formen von Objekten, die sich im Bereich Wasserläufe befinden. Dämme, Schleusentore, Wehre, Wasserfälle, alles sozusagen Barrieren, die sich einem Wasserlauf in den Weg stellen. Hier gezeigt, im Grunde genommen wie beim ersten Beispiel, wie wird es in OpenStreetMap Kato dargestellt und welche Zahlen haben wir da in der Datenbank. Und man erkennt relativ schnell die Zahlen und die Frage, ob oder nicht dargestellt wird, passen gut zusammen. Und da kann man sich jetzt darüber streiten, sind die Zahlen so, weil es dargestellt wird oder wird dargestellt, weil die Zahlen so sind? Dieser Streit wird wahrscheinlich nie gelöst werden, gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Ich möchte jetzt aber etwas näher auf die Darstellung eingehen und dazu im Grunde genommen dasselbe Schema, dieselbe Anordnung bei den verschiedenen Zoomstufen zeigen in OpenStreetMap Kato, wie das derzeit dargestellt wird. Und
Was man erkennt, ist, dass die Darstellung für Punkt, Linie und Polygon sehr unterschiedlich ist. Wir haben jetzt beim Wasserfall, erstmal vielleicht vorwegzunehmen, einfaches Punktsymbol bei allen Zoomstufen, gleiche Darstellung, im Grunde genommen wie die Parkbank, die wir eben hatten, relativ uninteressant. Bei den anderen Objekten haben wir für die Punkterfassung Darstellung über einen runden Kreis. Und dieser runde Kreis passt vom Durchmesser zu der Linienbreite des Flusses. Dadurch erhalten wir über alle Zoomstufen hinweg im Grunde genommen ein einheitliches Erscheinungsbild. Das ist nicht sonderlich intuitiv. Für einen Damm, Wehr oder Schleusentor ein Punkt, ein runder Kreis ist relativ unintuitiv, aber es ist wiedererkennbar über die Zoomstufen hinweg. Für die Linien- und Polygon-Variante, Polygon nur beim Damm dargestellt, haben wir halt im Grunde genommen eine direkte Visualisierung der erfassten Geometrie. Im Grunde genommen, das, was wir hier sehen, ist eine einfache Datenvisualisierung, die, wenn man es etwas drastisch ausdrückt, mit Kartografie nicht viel zu tun hat. Und was man auch noch erzählen kann, ist, dass in diesem Fall, in diesem Beispiel nur bei der höchsten Zoomstufe der Punkt eben doch nicht zu der Darstellung des Flusses passt, weil der Fluss in der Realität breiter ist bei dieser Zoomstufe als die Darstellung des Punktes oder der Flusslinie, weil eben die Polygonversion des Flusses, das Riverbank-Polygon, wie wir es nennen, in OpenStreetMap eben breiter erscheint. Umgekehrt ist es aber so, dass für die Linien- und Polygondarstellung, die ja der erfassten Geometrie genau entspricht, bei den niedrigeren Zoomstufen die Breite eben kleiner ist als die Linienbreite des Flusses. Deswegen haben wir da bei Zoomstufe 17 und 16 und 15 im Grunde nur noch so einen kleinen schwarzen Punkt irgendwo in der Mitte von der Flusslinie. Und man erkennt nicht besser als bei der Punktversion, also man muss schon wissen, dass das wahrscheinlich ein Damm oder ein Wehr oder ein Schleusentor ist, um das sinnvoll zu interpretieren. Das habe ich versucht, nochmal hier jetzt in einer groben Darstellung prinzipieller Natur zu zeigen, also dass die Polygon- und Linienversion in der Darstellung halt bei den höchsten Zoomstufen gut aussieht. Man kann intuitiv erkennen, worum es geht. Man erhält eine Rückmeldung zu der Geometrie. Bei den niedrigeren Zoomstufen aber sehr schlecht. Und die Punktvariante hatte ich ja schon gesagt, nicht sehr intuitiv. Also das ist eben so die gelbe Variante. Und bei den höchsten Zoomstufen eben auch nochmal schlecht, weil eben der Durchmesser des Kreises nicht zu der dargestellten Geometrie für das Gewässer selbst passt. Dieser Übergang zwischen dem Guten und Schlechten oder dem Schlechten und Guten, der verschiebt sich nach rechts oder links, je nachdem, wie breit der Fluss bzw. wie groß das Objekt, der Damm oder dergleichen ist. Alternativ zu der Darstellung aus dem Mercator, wie wir sie im Moment haben, habe ich hier jetzt mal gezeigt, wie man es auch darstellen könnte. Und der wesentliche Unterschied, den man erkennt, ist, dass wir für die Punktdarstellung eben nicht direkt den Punkt visualisieren, sondern eine Linie konstruieren aus den Daten, wie sie vorhanden sind, nämlich dem Punkt und der Geometrie des Wasserlaufes, die den Punkt schneidet. Und dadurch erhalten wir erstmal eine intuitivere Darstellung. Und wir können diese Linie auch anpassen an die Geometrie des Gewässers drumherum. Sprich, die Länge dieser konstruierten Linie ist so, wie das Gewässer breit ist, also die Zeichenbreite der Flusslinie oder die Breite des Riverbank-Polygons, je nachdem, welches breiter ist. Und dadurch erhalten wir jetzt über alle Zoomstufen hinweg im Grunde genommen eine Darstellung, die intuitiv verständlich ist und geometrisch zu dem Rest der Karte passt. Das ist für die Punktdarstellung. Für die Linien- und Polygondarstellung ist es so, dass ich da dazu übergegangen bin, dass ich ab dem Punkt, wo die Linie oder das Polygon schmaler wäre als die Linienbreite des Flusses, dann dazu übergegangen bin, es genau wie den Punkt darzustellen. Das bedeutet, von Zoomstufe 18 abwärts werden sowohl Punkt, Linie als auch Polygon alle gleich dargestellt. Wir haben also eine Vereinheitlichung der Darstellungsform, unabhängig von der Art und Weise der Erfassung in der Datenbank, in der Darstellung. Und das bewirkt auch im Grunde genommen, dass das Kartenbild bei den kleinen Maßstäben im Grunde genommen klarer erkennbar ist, weil wir eine einfache geometrische Form haben, die eben in einem festen Bezug zu den übrigen Inhalten der Karte ist. Also das Fazit hieraus aus dem zweiten Beispiel ist, dass wir in der aktuellen Darstellung aus dem Mercator im Grunde genommen eine widersprüchliche Rückmeldung an die Mapper haben. Auf der einen Seite haben wir
haben wir die Rückmeldung, bei den hohen Zoomstufen ist die Polygon- und Linienerfassung relativ günstig, aber bei den niedrigen Zoomstufen sieht es schlecht aus. Da wählt man lieber dann die Punktdarstellung und der Mapper weiß nicht, was er damit machen soll. Und es gibt aber die Möglichkeit, wenn wir ein bisschen mehr Aufwand betreiben, das ist schon durchaus erheblich, weil wir halt diverse Sonderfälle auch behandeln müssen, dann können wir eine Darstellung produzieren, die im Grunde genommen eine wesentlich bessere Rückmeldung an den Mapper bietet und die falschen Anreize zum Kartenmalen eben vermeidet. Ganz grundsätzlich nochmal praktisch, wenn man sich so Dämme in der Realität anguckt, ist die Erfassung als Polygon auch nicht unbedingt immer sinnvoll. Hier kann man sich relativ klar machen, dass wenn man da ein Polygon draus konstruiert, das macht nicht sonderlich viel Sinn. Im nächsten Beispiel auch relativ wenig. Wo hat dann der Damm seine Begrenzung im Grunde genommen? Im Grunde genommen in beiden Fällen, die ich jetzt gezeigt habe, ist es viel sinnvoller. Die klarer definierte Geometrie von so einem Damm ist die Dammkrone als Liniengeometrie im Grunde genommen. Und das führt mich zu einem grundsätzlichen Auseinandersetzung mit der Frage Punkt, Linie oder Polygon. Und da habe ich ein paar grundsätzliche Ratschläge versucht zu formulieren. Erstmal, dass man tunlichst immer die einfachste Variante wählen sollte, mit der alle überprüfbaren und relevanten Informationen über das Objekt da wiedergegeben werden können. Das hatte ich eben an dem Damm-Beispiel eigentlich ganz gut, denke ich, dargestellt. Und bei der Parkbank kann man es eben auch daran festmachen. Wenn das Objekt gerichtet oder orientiert ist, ist das Polygon im Grunde genommen immer schlecht. Und diese beiden Grundsätze sind eigentlich auch Sachen, die allermeisten Mapper beherzigen. Aber trotzdem ist halt immer nicht immer ganz klar für den Mapper erkennbar, wann jetzt was gegeben ist. Deswegen auch nochmal auf einer abstrakten Ebene. Wenn ich ein Objekt als Polygon erfasse, dann versuche ich ein zweidimensionales Objekt ausschließlich über die Geometrie seines Randes zu erfassen. Und das macht im Grunde genommen nur dann Sinn, wenn der Rand als Geometrie die wesentliche Eigenschaften des Objekts ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollte ich mir wirklich überlegen, ob ich eher einen Punkt oder eine Linie wähle. Drittes und letztes Beispiel, ein bisschen von diesem einfachen Datenmodellfrage weg hin zu einer anderen Frage. Wenn wir Böschungen haben, Böschungen bei Straßen oder Bahnlinien, kann man das hier vorstellen, zum Ausgleich von Reliefunterschieden halt angleich konstruktiver Natur. Und die können wir erfassen auf zwei verschiedene Arten und Weisen in der OpenStreetMap. Implizit und explizit. Explizit ist halt, dass wir eine extra Linie zeichnen für die Böschung. Per Definition an der Oberkante der Böschung. Implizit heißt, wir taggen das zusätzlich an dem Linienobjekt, worum die Böschung sich befindet, also dem Highway oder dem Railway. Hier unten gezeigt die Zahlen. Die Erfassung implizit ist deutlich beliebter. Kann man auch noch left-right, aber es wird kaum gemacht bis jetzt. Es gibt auch die inverse Variation als Cutting, dass also irgendwie ein Einschnitt im Relief stattfindet. Trotzdem ist es so, dass bis jetzt nur die Darstellung explizit in der OpenStreetMap-Karte gezeigt wird. Ich möchte noch mal kurz einschieben zur Erinnerung. Eigentlich gab es bei der Parkbank schon die Unterscheidung zwischen implizit und explizit. Ist also jetzt nicht etwas, was man nur hat, Variante getrennte Erfassung von verschiedenen Geometrien, sondern auch bei der Einzelgeometrie gibt es diese Unterscheidung im Grunde genommen schon. Der Unterschied ist hauptsächlich, dass wir halt wesentlich weniger Aufwand in der Erfassung haben, wenn wir es implizit machen. Und wir haben eigentlich auch eine klarere Semantik. Der Nachteil ist, dass wir eben nicht alle Fälle damit wirklich abdecken können. Und das kann man eben letztendlich nur mit der expliziten Variante. Nochmal kurz zum Abschluss, bevor ich zum Ende komme. Für die Darstellung ist es ein erheblicher Unterschied, ob ich explizit oder implizit erfasse. Hier ist jetzt nicht OpenStreetMap-Kato direkt und für den besseren Vergleich mit dem zweiten, mit der impliziten Darstellung jetzt, aber es ist analog dazu. Und wir sehen bei den höheren Zoomstufen, bei Zoomstufe 18, kann man die expliziten Böschungen erkennen, aber auch hier wieder dadurch, dass die Linienbreite eben bei den niedrigen Zoomstufen breiter wird von der Straße, überdeckt sie dann halt die explizit erfassten Böschungen und man sieht es nicht mehr wirklich gut. Und auch hier bei dieser Überführung von einem Radweg über eine Bahnlinie sieht man, dass
die Beziehung zwischen der Böschung und dem Weg halt über die Maßstäbe variiert. Und wenn wir jetzt weiter in den Zoomstufen rausgehen würden, würde sich das auch wieder überlappen. Wenn wir implizite Erfassung haben, also einfach als Zusatztag auf dem Highway, dann können wir in der Darstellung eben dazu übergehen, dass wir tatsächlich diesen geometrischen Bezug relativ unproblematisch direkt in Bezug zu der Highway-Linie machen und dadurch das Erscheinungsbild einheitlich über die verschiedenen Zoomstufen ist. Wie gesagt, dargestellt wird bis jetzt nur die explizite Erfassung, wo die Qualität wieder sehr abhängt davon, welche Zoomstufe wir haben. Nur bei den hohen Zoomstufen kann man es wirklich gut erkennen und die implizite Erfassung derzeit nicht in OpenStreetMap Mapkato dargestellt. Und das bewirkt auch wieder im Sinne des Titels von dem Vortrag, dass sehr viel Potenzial zur Handoptimierung, also wir haben sehr viele Böschungen in OpenStreetMap explizit erfasst, die nicht da erfasst sind, wo sie sich tatsächlich befinden, sondern da, wo bei irgendeiner Zoomstufe das in der Karte besonders gut erscheint. Genau. Die Vermutung aufgrund dieser Darstellung, bin gleich fertig, letzte Folie, soweit ich weiß, ist, dass die explizite Erfassung besser ist, aber im Grunde genommen ist die explizite Erfassung in der Praxis für den Datennutzer meistens wesentlich schwieriger zu bearbeiten, um eben eine qualitativ hochwertige Darstellung zu bekommen. Genau, das Fazit daraus. Und damit komme ich eigentlich zur Zusammenfassung. Das Problem ist oft nicht, dass der Mapper von sich aus sagt, er möchte eine ungünstige Form der Darstellung, eine zu komplexe wählen, sondern dass die Karten im Grunde genommen dazu anstiften. Und deswegen meine Message sowohl an die Mapper: Versucht nicht, es den Kartennutzern aufgrund dessen, was ihr in der Karte liest, so einfach wie möglich zu machen, sondern erfasst die Dinge so, wie es möglichst einfach zu erfassen ist. Und auf der anderen Seite die Message an die Kartenstilgestalter: Versucht nicht, von den Mappern zu erreichen, dass sie es euch so einfach wie möglich machen, sondern macht eine Karte, eine anständige Karte, sodass die Mapper nicht versuchen müssen, die Karte selber zu malen. Vielen Dank. Ja, Christoph, vielen Dank für deine Ausführungen und Empfehlungen. Stichwort: Wir mappen nicht für die Karte. Wie seht ihr das? Habt ihr Fragen an Christoph? Von wegen jetzt dieser explizit-implizit-Debatte. Wenn ich jetzt eine Situation habe, die ich ein paar Mal kenne, dass ich auf der Böschung eine Straße habe, neu angelegte Bahnübergangsbeseitigung, neben der Böschung die alte Anliegerstraße, gegebenenfalls in einem Einschnitt, wo soll denn dann die implizite Erfassung hin? Du fragst dich, ob diese Böschung zu der einen oder zu der anderen Straße gehört. Ja. Naja, das ist letztendlich nicht entscheidbar unbedingt. Also ich würde jetzt nicht sagen, du solltest auf jeden Fall die implizite Variante wählen. Es gibt auch genügend Einzelböschungen, die einfach irgendwo in der Landschaft sind, wo keine Bezugslinie dazu da ist. Aber in dem Fall, wenn du sagst, wie du gerade formuliert hast, die eine Straße wurde danach gebaut und damit wurde die Böschung angelegt, damit gehört ja eigentlich die Böschung zu der gebauten Straße, der neu gebauten. Okay. Da war noch eine Meldung. Ich habe auch eine Frage zu der implizit-explizit-Thematik. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe Grundstücke und die sind mit einem Zaun dekoriert, ist das dann quasi auch für mich sowas wie die Böschung? Der Zaun gehört irgendwie zu dem Grundstück und ich würde das dann quasi dem Grundstück per Attribute zuordnen? Oder wo mache ich da die Grenze? Woher weiß ich, wann ich dann ein eigenes Objekt anlege zuordne als Attribut? Also ich sehe zwei Aspekte in der Frage. Erstmal die Frage, ob wir Grundstücke überhaupt erfassen. Eigentlich erfassen wir Grundstücke als Einheit in OpenStreetMap gar nicht. Dadurch erübt sich auf einer gewissen Ebene die Frage, aber ich versuche jetzt mal zu interpretieren, wie es Sinn macht. Wenn ich sage, wir haben eine Fläche, die eine erfassbare Eigenschaft in OpenStreetMap hat, eine Wiese, ein Spielplatz dergleichen, und diese Fläche hat eine Umgrenzung in Form eines Zaunes. Da ist die Geometrie des Zaunes jetzt zwangsläufig mit der Geometrie der Fläche identisch.
Und dort ist das Problem eigentlich ein anderes, dass wenn wir das beides, das Barrier Tag und das Flächentag auf dieselbe Geometrie machen, dass dann gewisse Uneindeutigkeiten existieren. Wenn wir jetzt nämlich noch einen Zusatztag dazu machen, irgendwelche Materialeigenschaften, weiß der Geier was, dann ist nicht klar, ob sich das auf die Fläche oder auf die Linie bezieht. Deswegen sollte man da getrennte Geometrie machen, die aber geometrisch identisch sein können in diesem Fall. Bei der Böschung ist es was anderes, weil eben die Straßenlinie als Mittellinie definitiv nicht identisch ist in der Geometrie zu der Böschungslinie, die ja immer ein Offset dazu hat. Trotzdem kann man ja sagen, wir erfassen die Böschung implizit, weil sie ja in einem geometrischen Bezug fester Natur zu der Straße liegt. Eine letzte kleine Frage lasse ich noch zu. Das ist nicht der Fall. Christoph, vielen Dank für deine Ausführungen und vor allen Dingen die Empfehlungen dazu. Dankeschön.